Willkommen zurück zur FIFA 17 Karriere mit dem SV Sandhausen. Heute Spieltag 27 gegen den FC Erzgebirge Aue in der englischen Woche. Die Auer rangieren auf Platz 18 mit 26 Punkten. Also auch das für uns ein wichtiges, wichtiges Spiel hier heute gegen Aue. Damit gehen wir rein und schauen. Das Spiel ist auskuriert zu guter Passung, könnte vielleicht gegen Dresden mit Glück wieder mit dabei sein. Und an dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir dann jetzt rein ins Heimspiel gegen Aue. Wir in Weiß, die Aue natürlich in Lila und Weiß. Wir werden ins Teammanagement gehen, denn ich werde heute ein bisschen was umstellen. Ich werde natürlich wieder auf das 4-4 mit der engen Raute umstellen heute. Mit zwei Spitzen hat mir sehr gut gefallen. Und wir werden auch das auch im Dingen eben mit den Leuten. Unglaublich. In dieser Partie mal umstellen. Condé wird kommen. Für Stiefler. Dann wird Klingmann hinten rechts verteidigen für Plädel. Dann wird Knipping in die Innenverteidigung rutschen für Kiste. Baccarada wird für Rosbach verteidigen. Kulowitz wird für den 2 auf Doppel-6 rutschen. Dafür wird Jaltschin mal auf die 10 kommen für Vollmann. Jansen wird für Linzmeier und jetzt in die Zentrale rutschen. Kahn haben wir auch noch. Markus Kalt darf auch mal spielen. Der wird heute mal für Kulowitz spielen. So. Und vorne im Sturm werde ich Ruben Vargas die Chance geben. Neben Moosen und damit. So gehen wir ran jetzt mit 4-4-2 gegen Aue. Parallel heute München 68 gegen Lautern und Braunschweig in Karlsruhe. Und damit ab geht's ins Stadion am Hartwald. Dann ist das Heimspiel für uns. Was wir aber auf jeden Fall und eigentlich hier, oh Gott, eigentlich auch gewinnen müssen. Wenn wir uns da unten rauskämpfen wollen. Und damit herzlich willkommen aus dem Stadion am Hartwald gegen den FC Erzgebirge Aue. In dieser wichtigen Party, die Auer-Tabelle jetzt da nur ein Punkt hinter uns, also auch die müssen und wollen hier gewinnen. Um in dieser Saison noch etwas zu machen. Wir werden auch gleich nochmal auf die Aufstellung der Auer schauen. Bis das soweit ist, genehmige ich mir noch kurz einen Schluck und dann sind wir gleich zurück. Die von Rumbakas habt ihr gesehen, ja, jetzt hier im Fokus steht heute. Aber die Aufstellung ist was, es ist von Sandhausen. Knaller im Tor, Klingmann rechts, Gordon Knippig in den Persönlichen Packerada hinten links, Karl auf der 6, Conte und Jansen auf der 8, Jalschin im der 10 und Moosen und Vargas. Im Sturm mit 4-4-2 mit der engen Raute der Sandhäuser. Und der Tabellenletzte aus Aue kommt mit folgender Aufstellung hier an den Hartwald. Breitkreuz sehe ich da schon mal. Samson habe ich ja schon kurz gesehen. Da ist sie. Mit Mendel im Tor. Dann Riegel, Dusatz, Breitkreuz, Rizzuto, Samson, Riese, Adlers, Galtiers, Köpke und Soku im 3-4-3 der Auer. Also da könnte mit unseren zwei Spitzen durchaus was möglich sein. Nochmal der Mannschaftskreis der Auer. Auch die sind hoch motiviert und fokussiert auf dieses Auswärtsspiel hier in Sandhausen. Wissen, wie wichtig es für sie ist und für uns auch und damit genug der Worte. Auf geht's. Sandhausen Aue stößt an den Lila von rechts nach links. Ab geht's. Riese gleich der Ball. Nee, Vargas. Moosen kommt nicht dazwischen.
Das ist Galaktidis, Galaktidis. Der zieht gleich mal in die Mitte. Der gute Ball in die Mitte, ins Zentrum. Köpke, Köpke, Knaller. Das ist schon gut gespielt, der Auer. Die stehen hier mutig, dass sie hier was wollen. Jansen. Auf Vargas. Mit Jansen. Oh, Susac dazwischen. Samson liegt jetzt nicht weit zurück. Mennel versucht, spielerisch schafft das. Breitkreuz. Adler. Gut dazwischen von Klingmann. Der schlechte Ball dann aber. Samson. Soku ins Zentrum. Gut dazwischen den Körper gestellt von Yalcin. Der dann mit Condé. Der legt ab auf Moosen. Der sich durchsetzt gegen Riedel. Vorbeigeht. Moosen. Zurückgelegt. Der Yalcin gegen Samson. Den Ball nochmal direkt weiterlegt. Anstatt überlegt zu schießen, dann ist das die Option. So, jetzt wieder Samson für die Auer. Nach außen auf Skalak. Tidis, der wird aber gestoppt. Wichtig. Yalcin. Condé mit Vargas, mit Moosen ins Zentrum versucht, aber da ist keiner. So, Riese für die Auer. Rizzuto. Riedel. Auf Samson. Gut dazwischen von Karl. Eine Wurf für Aue nach einer guten Viertelstunde, in der die Auer hier schon deutlich spieldominierend sind. Jetzt aber ein Wurf für uns, weil die Auer den Ball nicht kontrollieren können. Baccarat im Einwurf. Was ist das für ein Einwurf für Condé? Der ist Galaktidis einfach schneller und dazwischen. Galaktidis ins Zentrum. Samson, Adler. Da außen sieht das. Hier ist Condé wichtig und er hält den Ball im Spiel und kann es sogar mit uns machen. Pacarada, Spielaufbau. Karl, Jansen, nochmal zurück für Karl. Karl, das ist wieder so ein Ball, da ist überhaupt kein Sandhäuser da, um da irgendwas zu tun. Köpke, nach außen, diesmal Soku über die Außenbahn, der rennt in Seiten aus. Es reicht nicht. Wir werden jetzt hier mal versuchen, gegen Aue den hohen Druck auszuprobieren. Mal gucken, ob das was bringt. Markus Karl. Jansen. Vargas. Mit Yalcin. Mit Vargas. Der geht vorbei, wird aber gelegt. Gibt den Freistoß für Sandhausen. Gelbe Karte für Samson. Klingmann gibt Freistoß. Klingmann wird den Ball in den 16-Meter-Raum hineinflanken. Und es gibt Einwurf hinterher. Yalcin mit dem Einwurf mit Amara Conte. Ball ins Zentrum, der kommt nicht rein. Damit ist der Angriff auch dahin. Mennels langer Ball. Ballduell gewonnen. Und wir kommen aber nicht an den Ball. Susac. Rizzuto. Für die Auer. Gut dazwischen. Condé. Moosen. Luke Vargas. Aber wo ist die Einspielstation? Da außen kommt sie. Jansen. Der macht das gut. Legt das Ding nochmal ab. Der Abschluss von Vargas aus der Drehung. Mennel greift einfach den Ball ab, weil der Ball zu zentral geschossen war. Aber ein Abschluss der Sandhäuser, die jetzt hier so langsam aber sicher dann doch zu Hause versuchen, Druck und Spielkontrolle in diese Partie reinzukriegen. Karl nimmt den Ball mit dazwischen. Gut, Yalcin, Jansen, wieder Yalcin, Karl. Problem daran, dass es so zentral gebunden ist, die Spiel mit der Raute, kaum Leute außen. Und jetzt die Konterchance für die Auer. Condé gegen Galaktidis, aber die legen die Auer machen das mal ruhig mit Samson.
Da ist jetzt Jansen dazwischen und der sieht Kondé und der schickt Moosen, dessen Flanke von der Grundlinie wird aber abgeblockt. Ist dann zu ungefährlich. Risotto kann für die Auer wieder klären. Moosen versucht drauf zu pressen. Okay, das wird fast belohnt da. Aber Aue löst es wieder. Sehr spielerisch. Mit Markus Karl, mit Niki Adler. Wir lösen es mal taktisch etwas anders jetzt gegen Aue hier. Soku geht viel zu einfach vorbei an Kiste, wenn die Flanke kommt. Wir kriegen den Ball, aber Spiel ja auch geklärt. Markus Karl. Jansen. Ins Zentrum, Vargas. Jalcin. Marmosen. Vargas. Jansen. Jansen. Zurückgelegt. Aber der Ball kommt nicht. Mendel draufgeschoben von zwei Mann, der lange Ball. So, dass Köpke den Ball verarbeiten kann mit dem Kopf. Das ist stark. Rizzuto. Rizzuto ins Zentrum. Sanson. Gut dazwischen und Knipping klärt. Jalcin. Und das ist Moos. Und da läuft Ruben Vargas. Und der ist schneller als du sagst. Kann sich aber nicht durchsetzen mit seinem schwachen, stimmigen Körper. Samson. Köpke. Legt das Ding zurück. Breitkreuz. Wieder Köpke, der viele Wege mit zurückgeht, um sich die Bälle auch zu erarbeiten. Der lange Ball nach außen. Galaktidis. Gut dazwischen. Und dann ist hier aber. Gibt es den Freistoß gepfiffen für die Auer. Wir sind ja schon längst. Die ist schon abgelaufen, es gibt, würde also gleich, dürfte also gleich wahrscheinlich Eck der Halbzeit hier sein. Der lange Ball nochmal der Auer. Gordon klärt. Riese nochmal der Zweikampf gewonnen und dann ist hier Halbzeit in Sandhausen und steht 1:1 zwischen 0:0, pardon, zwischen Sandhausen und Aue. Hier komme ich nie auf 1:1. Pappelapap. Damit gehen wir hier rein in den zweiten Durchgang. 68 führt 1:0 gegen Kaiserslautern. Braunschweig führt in Karlsruhe 1:0. Und wir werden jetzt reingehen in den zweiten Durchgang. Wir müssen uns was einfallen lassen gegen diese Auer. Und das werden wir. Vargas, Karl. Klingmann, Kondé, oh Gott, Makarada, Kondé, und das ist Kondé, und das ist jetzt mal einfach mal schlau gespielt. Kondé findet die Möglichkeit, Moosen kommt nicht zum Abschluss. Köpke, Achtung jetzt, Köpke. Köpke setzt sich durch und stellt sogar den Körper gegen zwei Mann rein. Das ist zu einfach. Skalaktitis. Gut dazwischen und wir kriegen den Ball geklärt. So, und jetzt könnte hier mal was passieren. Nein, doch. Moosen spekuliert, gewinnt den Ball. Moosen, Junge, mach dich und stell mich. Hier wird gelegt, es muss Elfmeter geben. Für die Sandhäuser und sogar eigentlich die rote Karte. Das ist eine klare Notbremse von Riedel. Der kriegt auch hier die rote Karte. Völlig zu Recht. Kriegt Julian Riedel die rote Karte in dieser 53. Minute. Damit spielen wir hier in Überzahl. Es gibt sogar. Doch, es gibt. Nein, es gibt nur Freistoß. Es gibt nur Freistoß. Es gibt nur Freistoß. Haben wir vielleicht jetzt noch einen Rechtsfuß? Moosen ist Rechtsfuß. Jalcin ist Rechtsfuß. Kondé ist Rechtsfuß. Wir bringen mal Jalcin, der diesen Freistoß aus 18 Metern jetzt in Richtung Tor der Auer treten darf. Jalcin.
Brett, die Weichstoß, der ist nicht. Ach, in die Mauer, das ist das erbärmlich. Aue in Unterzahl gegen Sandhausen. Jetzt muss hier was passieren. Ja, halt schien starker Ball, das ist der Abschluss, das muss es sein. Und Männel. Rettet Männel für die Auer in dieser Phase der Partie. Oben Vargas mit der kurzen Eckball-Variante mit Yalcin wieder. Vargas Flanke. Yalcin nochmal. Yalcin. Nächste Flanke von Yalcin. Aber wir kommen nicht mehr an diesen zweiten Ball. Und da liegt ein Sandhäuser am Boden durch Maran Mosen. Der hier verletzungsbedingt jetzt in dieser Partie kommen, reingehen muss. Wolf kommt für Vargas in die Partie. Er wird mal die Taktik spielen. Aufbauspiel machen wir mal schnell. Passspiel kurz. Passspiel normal bis sicher. Passflanken nicht so häufig, eher wenige. Schuss und mit Druck. Und damit versuchen wir es so mal mit der Taktik nach einer Stunde hier gegen die Auer. Er hat sich Mosen leider verletzt. Der Stürmer. Kalcin spielte bei den Seiten zwar aus Abstoß für Männel. Und damit geht's weiter. Karl. Ballduell gewonnen. Wolf. Kein Foul da gegen Ruben Vargas. Der versucht drauf zu schieben. Riese. Rizzotto. Gut dazwischen. Die Auer jetzt über Rizzotto. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf für Sandhausen. Vargas. Wolf, der kann sich nicht durchsetzen, weil er zu spät da vom Fleck kommt. Köpke, der jetzt, glaube ich, in die Innenverteidigung gerutscht ist und ich es richtig gesehen habe, oder war das eben nur da, um sich den Ball abzuholen. Skarlaktidis, Kvesic. Kvesic. Da viel zu viel Platz. Gut dazwischen. Conte kommt der aber nicht durch. Wieder Rizzotto, guter durchgesteckter Ball auf Skarlaktidis. Die Flanke, Klingmann klärt. In höchster Not. Einwurf Aue. Rizzotto. Skarlaktidis abgelegt, Rizzotto, Knaller, Riesenparade, 70. Minute. Eckball Skarlaktidis. Knaller, oh, was für ein Ding der Auer. Knaller fliegt völlig ins Leere. Der Ball ist dann geklärt. Oh oh. Nochmal Eckball Skarlaktidis. Irgendwie nicht gut geklärt da. Köpke, Susac ist das. Susac, Yalcin gewinnt den Ball. Vargas. Wolf, Jansen, da ist jetzt Hannes Wolf. Hannes Wolf, 1-0. 73. Minute. Der Konter, der hier gegen 10 Auer zur Führung wird. Wolf setzt sich durch im Zweikampf. Geht sich nicht abkochen und der Ball landet dann im Tor. In der 73. Minute. Rizzotto. Rizzotto. Gut dazwischen. Wolf.
Jalcin. Susac, wieder kein Foul. Die Auer mit Kampfgeist. Denn die wissen natürlich auch, dass sie jetzt hier zumindest mit einem Punkt aus Sandhausen wegfahren wollen. Paccarada. Wolf kriegt den Ball nicht abgelegt. Und das ist Vargas. Gewinnt den Ball. Ruben Vargas wird weggegrätscht. Bei Susac. Der Ball ist im Seiten aus. Einwurf. Karl gibt den Freistoß. 80. Minute. Wir werden wechseln, denn wir werden ja den einen oder anderen durchaus. Nochmal haben. Durch. Durch kommt nochmal. Doppelwechsel. Was ist das für eine Variante? Die ist so gar nicht schlecht. Paccarada versucht es mit dem Abschluss. Mendel packt nochmal zu, der weite Ball. Kopfballduell gewonnen. Jalcin. Jansen, richtig guter Ball für Paccarada. Paccarada zurückgelegt. Breitkreuz klärt. Skalaktidis. Köpke. Knipping zurückgelegt. Knaller. Langer Ball. Und dann schieben wir nochmal drauf. Nochmal Adler. Die hat sie nochmal drauf geschoben. Breitkreuz. Ist dazwischen. Gut, dazwischen von Dorsch. Condé. Doppelpass. Jansen. Packer. Radars Schlenzer, aber Mendel ist da. Nachspielzeit 4 Minuten. Na, da soll es gegeben haben. Oder gibt es. Aber wir sind in Ballbesitz. Jansen. Das ist Vargas. Nee. Condé übernimmt. Amara Condé Mendel. Kvesic läuft die Ball durch den 5-Meter-Raum. Völlig freistehend. Der lange Ball, dann ist hier aber Schluss. Sandhausen gewinnt zu Hause 1:0 gegen Aue. Ganz, ganz wichtiger Heimsieg gegen Aue. Ist das wichtig, dieser Heimsieg gegen Aue hier an diesem 27. Spieltag gegen Aue. Ein 1:0, ein knappes Ergebnis, aber am Ende ein verdienter Sieg. 68 gewinnt 2:0 gegen Lautern. Braunschweig holt einen Punkt in Karlsruhe mit 1:1. An diesem Sieg springen wir sogar auf Platz 14 mit 30 Punkten, sind damit 2 Punkte auf Platz 16 Vorsprung, sind jetzt also in dem Platz, auf dem man am Ende der Saison landen soll, nämlich Platz 14. Und wir gingen rein. Spieler verletzt. Marwan Mosen fällt für 3 Monate aus. Hat sich den Knöchel gebrochen. Okay. Paul Winter hat den Vertrag akzeptiert. Sehr schön. Und die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Dresden. Höhler möchte über sein Gehalt sprechen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Wo ist er denn?
Wo ist denn der gute Höhler? Da ist er, verdient nur 2000. Das ist, ja. Er will sogar 2600. Nee, komm, du kriegst gleich, sagen wir mal, 5000. Du kriegst gleich mal eine bisschen saftige Erhöhung. Und dann unterschreibst du auch bitte für 3 Jahre bei uns. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da. Oder auch nicht. Oder mir auch egal. Hä? Nein, natürlich nicht. Lasst gerne Kommentare da. Und dann sehen wir uns zum 28. Spieltag gegen Dynamo Dresden. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.